Dann graben einer der Strasse bei Plattis militärische Zwecke damals. Jetzt gibt es den Weiher. Warum das? Ja, wir haben natürlich die Sicherheit vor allem von den Schulkindern im Fokus gehabt. Die Schulkinder haben seit über 30 Jahren die Krotten und die Frösche über die stark befahrene Hauptstrasse in die Tankgraben übergetragen. Und wir haben dann nachher als alternative Möglichkeit geprüft. Einerseits eine Unterquerung bei der Hauptstrasse, also ein Tunnel, damit die Krotten sozusagen in einem Tunnel können ins Laichgebiet kommen. Wir haben aber zugleich eine Alternative angeschaut mit dem jetzt neu erstellten Weiher hinter uns. Die Kosten haben vor allem für die Variante Weiher gesprochen. Ist das problemlos über die Bühne gegangen? Weißt du, jetzt kostet ja alles natürlich, oder? Ja gut, von der Kostensituation angefangen, wir sind hier über 780'000 Franken. Die Restkosten für die Gemeinde Warten sind bei 40'000. Alle anderen Kosten werden getragen, einerseits durch das Tiefbauamt, dann durch das Amt für Natur, Jagd und Fischerei, dann von der Fondslandschaft Schweiz, dann der NatureMate-Fonds von EWZ Zürich. Und somit haben wir eigentlich eine hervorragende Drittfinanzierungsmöglichkeit erschliessen können. Die Kinder sammeln das, die Erdkrotten und was alles hier noch anfällt zusammen und tun es jetzt hier rein. Man merkt, es ist auch dir selber ein Anliegen. Gell? Also, das ist jetzt wirklich an der Politik angekommen, eben, dass man eben halt eben für die Artenvielfalt eben in einer Art und Weise sorgt, dass man eben auch dementsprechend Refugien baut, oder? Ja, die Artenvielfalt ist natürlich in der Gemeinde Warta sowieso hoch im Kurs, angefangen mit dem Flaggschiff vom Burghügel, Waldrandaufwertungen, Trockenmauern instand setzen. Und ich glaube, es ist ein Zeichen von der Zeit, und wir sind da weit voraus gewesen, dass man noch Massnahmen ergreifen tut gegen das Artensterben, das doch jetzt in den letzten Jahren noch einmal stärker zugenommen hat. Und darum sind wir da eigentlich wunderbar mit dem Zeitgeist unterwegs. Und ich bin überzeugt, wenn dann nachher der Weihersaufer wieder verwachsen ist, haben wir da natürlich auch wunderbare Möglichkeiten, nicht nur für die Erdkrotten und für Frösche, sondern auch für andere Tierarten. Ich denke zum Beispiel an die Vögel, die ja zum Teil auch gefördert sind. Hängt das noch mit dem ehemaligen Ursprung von Landwirtschaft ein bisschen zusammen, dass eben die Affinität eben zu dem, was vielleicht andere Politiker nicht gerne so haben, noch hast? Also das mag sicher mitspielen, aber es ist natürlich auch so, dass wir in der Gemeinde Wartau auch Interessengruppen haben und die Bevölkerung sich sehr stark im Bereich von Natur und Umwelt engagiert. Und ich glaube, es ist ein Auftrag auch an Gemeindebehörden, den Anliegen nachzugehen, die ernst nehmen. Und darum haben wir natürlich auch gerne so Chancen genutzt, wenn wir Projekte realisieren können. Da muss man sagen, das ist ein bisschen länger gegangen, wo wir die ersten Überlegungen angestellt haben. Das war etwa vor 9 Jahren. Und wo wir das der Grundeigentümerschaft vorgestellt haben, haben die uns dann eigentlich eher heimgeschickt. Wir haben das Projekt dann auch schubladisiert. Und durch eigentlich einen Zufall oder einen glücklichen Umstand haben wir dann noch können zwei Teilparzellen erwerben. Und zwar das hier, wo jetzt der Weiher erstellt worden ist, aber auch sozusagen den ganzen Hang, wo die Erdkrotten und Frösche oben abwandern, haben wir ebenfalls können erwerben. Und so haben wir jetzt eigentlich eine gute Grundlage, dass natürlich auch die Erdkrottenwanderung sogar auf den gemeinseigenen Parzellen praktisch stattfinden könnte. Was wieder einmal mehr zeigt, ohne politisches Engagement von der Spitze her läuft, hat auch so Sachen nicht, oder? Genau, das ist so.